Weshalb haben Knossi und Sascha keine Plane dabei? Wir haben ja gerade bei Niklas gehört, jetzt sagen alle Hobby, Outdoor Backpacker, wie auch immer, weshalb habt Mit ihr keine Shopify. Flasche dabei? Flasche. Weshalb habt ihr keine Plane dabei? Ja, weshalb habt ihr keine Plane dabei, Knossi und Sascha? Weshalb? Erstmal Daumen nach oben auf jeden Fall machen. Denn, ups, jetzt aber. Okay, deshalb haben wir keine Flasche dabei. Wartet mal, ist es von, nee, vor 3 Wochen. Ich habe gedacht, so, hä, ist es Staffel 2? Ist es irgendwie alt? Backseat Survivor, genau das war das Wort, was ich gesucht habe. Let's go, deshalb haben wir keine Plane dabei. Hiermit liege ich 14 Tage im Dreck. Huh. Oh mein Gott, diese Herzlich willkommen beim Vibes. neuen Video und ich will nur kurz sagen, will mich bedanken beim BW Online Shop, die letztes Jahr schon so tolle Aktionen gemacht haben, die viel. Boah, voll die geile Deko. In welchem Raum ist der? Voll Die schön. dieser Kleider jetzt zur Verfügung gestellt haben. Ihr seid die Besten und es lag mir einfach noch am Herzen, bevor dieses Video startet, mit dem Outfit das mitzuteilen. Jetzt ganz viel Spaß bei. Welches Outfit nimmt Knossi mit in die verdammte Kanada, in die verdammte Unterwelt? Ladies and Gentlemen, herzlich willkommen zu Seven in the Wild Special. Staffel 3 steht an. 14 Tage im Dreck. Und da brauchst du natürlich die Zu Hause, beste Wohnzimmer? Kleidung. Guck mal an, was hier alles Ah, liegt. Hier sind sämtliche schön Schuhe. aus. Im Prinzip weiß ich in meinem Kopf schon eigentlich, was ich mitnehme. Es geht noch um Feinheiten und vor allem, dass ihr seht, für was ich mich entscheide. Ich würde sagen, wir fangen unten an bei den Socken. Merino-Wolle. Du sagst mir, man kriegt Blasen da drin. Ja, weil das so reibt. Sind aber sehr bequem. Aber bequem, 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 bequem. Ich sag's dir wirklich, sehr, sehr, sehr bequem. Aber ich glaube, die Socken stinken sind auch. immer toll. Naja, ich glaube, die stinken alle. Oh, stimmt, da ist der Pool. Stimmt, da ist der Pool, Leute. Der grüne Also, Pool. wenn das deine einzige Sorge ist, dass es stinkt, Nee, ist mir scheißegal. Alter. was meinst du, wie du nach Du 14 sagst, Tagen die riechen reiben, die wirst? reiben, die reiben. Wie nach Rosenduft. Sag ich dir ganz ehrlich, die reiben ein bisschen. Aber Merino, ganz, Oh, ganz, ganz uncool. geiles Zeug eigentlich, ne? Ich habe mir eher gedacht, wir haben hier diese Defense-Socken, diese langen, schönen, langen Socken. Wo du aber sagst, ich habe halt gedacht, ich schneide mir oben was ab, um irgendwann einen Lappen zu haben. Da sagst du aber, wenn der Bund weg ist, halten sie nicht mehr. Ja. Ist zu dünn. Nee, ist zu dünn. Ist viel zu dünn. Deswegen ist halt die Merino eigentlich schon Nimm ganz beide geil. mit, entscheid vor Ort, wenn du das Klima fühlst. Ja, okay. Aber schau mal, Thrombose auch safe. Ja, aber Auf die jeden schnüren Fall. halt hier oben wirklich alles ab. Ja, Also Mann. die hier sind wirklich vom Tragekomfort am Boah, ich hasse allergeilsten. solche Socken. Boah, das ist schon echt kaum Platz mehr dazwischen. Ja, aber Jetzt schau stürzt mal, dir nicht ab, das wird dir ich schon brauche was abstellen. zum. Besonders, das Ding ist so, die ersten. Entschuldigung. Okay, gut. Die ersten paar, keine Ahnung, die ersten paar Stunden ist kein Problem, ne? Aber wenn du den ganzen Tag solche Socken an hast, boah, das tut irgendwann, keine Ahnung. Bei mir ist es so, ich merke das dann, also ich merke das erstmal gar nicht, dass irgendwas Blut ein bisschen abgekapselt ist, so eine Art, ne? So abgeschnürt. Aber dann irgendwann fange ich irgendwie an, so weniger Energie zu haben und sonst irgendwas. Und dann ziehe ich die Socken aus und dauert es meistens so 1, 2 Stunden oder sowas. Oder nicht nur Socken, irgendwas, was halt irgendwie so eng, super eng ist. Oder so, keine Ahnung, Strumpfhosen oder diese super engen Sporthosen und so bei Frauen und so. Wenn das alles so eng ist, boah, irgendwann fange ich an, besonders abends so keine Energie mehr zu haben, dann ziehe ich das irgendwann aus und so 1, 2 Stunden später geht es mir wieder gut. Das ist voll krass einfach. Deshalb, zu enge Socken sind nicht gut. Aha. Ja, komm. Dann nimm die. Ich nehme die Merino trotzdem mal mit. Kommen Ja. wir zu den langen Unterhosen. Auch hier, da ist die Merino-Wolle aber schon sehr, sehr, sehr geil, finde ich. Fühlt sich richtig, richtig, richtig gut an. Dann haben wir noch die hier verpackt, die habe ich beim letzten Mal auch schon Ach, an. diese Wollige, da. Ja, Oh, diese, aber die schaut schon dick aus. das ist auch Merino-Baumwolle, aber zu dick, die kommt nicht in Frage, die Nee. rutscht auch so. Die ist nicht so pralle. Dann habe ich so eine noch in No Name. Ich würde natürlich, wenn ich dort bin, die Socken über die Unterhose ziehen. Wow, ist Ich habe nicht schon ein schlecht. geiles Wohnzimmer. Muss ich dir ehrlich sagen. Ist nicht schlecht. Was? Wegen Nix. Eingriff? Ja. Ja, das ist hier normal. Ist es immer so? Ja. Ehrlich? Das ist mir noch nie Tja, aufgefallen. also gehen wir. Können wir raus im Wald? Ist es. Wie chillig. Ist es wirklich so bei euch? Echt immer so? Raus den Schlauch. Feuer gelöscht. Hast du Jetzt sie? hat man was gesehen. Dieser Blick. Nein. Mm. Ist nicht schlecht. Und ein bisschen eng. Wir probieren die andere an. Hey, Krass, das ist ist es Sascha halt, bleib immer mal ehrlich. so? Aber die ist es. Das Und macht eben man kam aber auch schon nicht. wieder. Ich weiß, wieso wird es ja sein. Ja, aber hä?
Stell dir vor, da stehe ich so am Wasser. Crazy. Was sagst du? Gut. Warum lachst du? Nix, weil wenn meine Mama von der Seite halt voll alles sieht, aber ist die nicht ein bisschen zu eng? Ich werde ja abnehmen. Das sind die Handschuhe aus dem letzten Jahr, auch hier mit Panamasand. Das werden sie auch dieses Jahr, ganz klar. Schnittfest, tipptopp, für alles Mögliche, weil Handling geil, das sind die Handschuhe von Niklas. Handling geil, alles geil. Ich habe ein bisschen, glaube ich, schwarze Finger letztes Jahr gekriegt, die färben ein bisschen ab, aber das war ja egal. Spielt keine Rolle. Damit kann ich alles machen. Angeln, Angelschnur rausziehen. Schnittfest, es kann nichts passieren. Ich kann mit dem Messer hier drüber, es passiert nichts. Und das sind die Champions-Handschuhe. Es geht wieder los. Das ist so synthetisch. Ja, aber die werden bestimmt nicht gut riechen. Und finde ich echt, finde ich nicht gut. Finde ich nicht gut. Hatte ich schon. Boah, ich habe auch so ein grünes Oberteil, ne? Ja, ich ziehe das an, ich schwitze nicht mal, aber es bilden sich Schweißflecken auf diesem Oberteil. Ich habe das jetzt aussortiert. Das ist unmöglich einfach. Also wirklich, jetzt beispielsweise, ich schwitze auch nicht, aber diesen Oberteil, ich hätte solche Schweißbränder schon. Das ist ekelhaft einfach nur. Habe ich mir überlegt, ist nicht mein Ding. Das Ganze haben wir nochmal in einer anderen Größe. Und ja, wir haben jetzt das hier. Das hier wollte ich noch probieren. Wir haben auch Merino-Wolle. Wäre das gleich ein schöner Pyjama jetzt. Warum lachst du dich schon wieder? Das ist es nicht. Ja, und das, was hast du sonst noch? Sonst gibt es ein spezielles Oberteil. Ich habe mit Sascha geredet. Das hier ist mein Hemd aus der letzten Staffel. Moskitos können nicht durchstechen. Oh, sehr gut. Schon einmal mit diesem sehr Hemd gut. Eine ganze... Und ich hoffe, er tränkt es dann nochmal. Diese Woche Seven vs. Wild gemacht. Ich kenne dieses Hemd, ich liebe dieses Hemd. Dieses Hemd stand mir bei und schweren wie auch... Krass, die haben das nicht verbrannt. Krass, ich habe gedacht, die haben das alles verbrannt, muss ich echt sagen. Crazy. Kriegt man diesen Geruch wirklich raus? Wow. Hätte ich gedacht, ich habe gedacht, die haben das verbrannt. In guten Zeiten. Und warum... Oder ist ein neues... Nicht? Champions. Wartet, hat er das, von wo hat er das hergeholt? War das wirklich aus dem Kleiderschrank so eine Art? Ja, und was hast du sonst noch? Wartet, Moment. Hat das wirklich? Krass, der hat es wirklich nicht ausgepackt. Okay. Schon einmal mit diesem Hemd. Krass. Eine ganze Woche. Gute Frage, ob man es rauskriegt. Ist so. Champions-Ausrüstung. Dieses Hemd, aber stand mir bei in schweren wie auch in guten Zeiten. Und warum nicht? Champions Equipment widerlegen. Drunter darfst du nichts anziehen, nein, oder? Das ist einfach mein Hemd. Jetzt werden einige sagen. Hä, wie wär's mit Unterhemd oder so? Gute Frage, ob man das rauskriegt. Ist so. Das sehe ich dir auch gerade. Oh, das ist aber kühl. Da könnte man aber frieren. Das meine ich gar nicht. Kein Problem, denn wir haben natürlich drüber noch eine wärmende Schicht. Ich finde. Hä, also ich würde da auf jeden Fall ein Unterhemd anziehen. Ist das nicht irgendwie unangenehm? So direkt Hemd? So? Hallöchen, Markus, wie geht's dir? Ja, also ich würde auf jeden Fall Unterhemd und sowas anziehen, weil, wisst ihr? Dieses Hemd, keine Ahnung. Das ist es einfach, oder? Ja, finde ich auch. Ja, das ist gut, ja. Auch hier, das ist die Hose, die ich letztes Jahr dabei hatte. Ja. Greg Hoppers, das ist die Hose. Und man merkt gleich, die ist wendig. Die nee, das ist geht, super. Ja? Ich habe eine lange Unterhose drunter. Also mich wird stören. Das haben wir bei Seven in the Wilds durchgeboxt. Und man hat diese Hose, auch da, ich habe wieder das gleiche. Man braucht vielleicht an gewissen Stellen Shape nach 14 Tagen. Ja, ist so, ne? Und es ist einfach wieder geil. Ich bin sofort im verwahrlosten Modus. Ich weiß sofort, es ist mein... Im verwahrlosen Modus? Oh no. Ja gut, diesmal sogar 14 Tage. Die Hose, es ist total geil. So fühle ich mich wohl und es ist echt warm. Kommen wir zu den Schuhen. Alles ruhig probiert. Ich hatte hier diese Meindl-Schuhe. Brauche ich nicht nochmal reingehen. Haben mir gedrückt. Fand ich sehr, sehr, sehr unbequem. Sehr globig. Sind sehr geil. Kommt kein Wasser rein. Ist regenstiefelmäßig. Aber wenig Bewegungsfreiheit. Hat sich für mich einfach nicht gut angefühlt. Diese Schuhe hier hatte ich bei unserem Training an. Sind schon eingelaufen. Haben sich sehr, sehr, sehr gut sehr angefühlt. Gut. Kann ich mir auf jeden Fall vorstellen. So, dann kommen wir erstmal hier rüber. Das hier sind auch sehr, sehr, sehr nice Schuhe. Haben wir aber noch... Hat nicht Otto das so, solche Schuhe in der Art angehabt? Mal hier auch in hoch, in schwarz, mit quasi Wasserschutz. Ne? Fandest du? Voilà. Hast du weh gemacht? Ich hab doch gesagt, ich dachte schon. Ich bin gebissen. Und es hat Hamm gemacht. Wirklich so stark. Ach krass, guck, da hat er das letzte Mal aufgenommen.
Ach, das ist so. Ach so, wegen dem Kamin. Chillig, ey. Für mich kommt keine Luft dran. Muss Luft dran kommen? Das ist die Frage. Die Steckdosen sehen auch cool aus. Die haben guten Geschmack, muss ich wirklich sagen. Die haben sehr guten Geschmack. Naja, die müssen halt schon sehr ein bisschen wasserdicht sein. Sie gehen bis über den Knöchel, sehr wichtig, gehen Brüche. Kann man sehr, sehr, sehr zuschnüren. Sind schon sehr, sehr, sehr geile Stiefel, gell? Und das waren die gleichen, nur in der sehr anderen Farbe, oder? Das sind im Prinzip die gleichen. Ja, wenn wir schon bei Champions Equipment sind, hier ist noch Sand aus. Er guckt wegen dem Kamin. Und eigentlich wäre das offen, aber die haben einen Kamin hingebaut und sowas. Ist das ein echter Kamin oder ist das so ein elektrischer Kamin? Kann doch mal dran. Hier ist noch Sand. Da drüber ist ja so ein Fernseher, wisst ihr? Ich, die mir sich mehr Gedanken macht über dieses Haus. Ich glaube, wir müssen uns die Roomtour von Knossi angucken hier. Aus Panama überall dran. Oha. Ist doch nicht rausgegangen, Leute. Hi. Es ist unfassbar. Ist doch nicht rausgegangen. Ja. Guckt, die haben da einen Fernseher drüber, Leute. Das bedeutet, das kann eigentlich kein richtiger Kamin sein, oder? Weil sonst würde das ja irgendwie, wisst ihr, schmelzen. Oder? Ich habe keine Ahnung. Roomtour ist cool. Ey, wir müssen uns Room in Knossis Haus angucken. Ey, ich merke schon. Das gefällt mir richtig gut. Gut, den hattest du das auch so gut eingelaufen. Wahrscheinlich ja, deswegen. Würde ich aber jetzt. Ey, ich dachte, guck dir den Zander. Würde ich. Oh jetzt, mein Gott! Ja. Hä? Hatten die denn nicht in die Waschmaschine gemacht oder sowas? Crazy. Ich hab's Gefühl, Wasserdichtigkeit war nicht so. Ich hab noch schöne von Sascha Einlagen. Richtige Rentner sind wir. Sollen wir den reinmachen? Nein, es ist wichtig. Stoßdämpfer. Ja, Stoßdämpfer. Also. In diesen Schuhen gehe ich zu Seven Wilds. Hoffentlich machen die dir keine Probleme. Warum? Blasen oder. Nee. Okay, dann lege ich die auf den Haufen. Okay. Boah, ich schwitze in dem Zeug. Glaub mir, das Tropenhemd so warm. Guck mal, wie ich schwitze. Ja, du bewegst dich ja auch. Das Zeug ist richtig warm. Kommen wir, untenrum sind wir eigentlich gut. Es ist so kalt in British Columbia zu der Zeit. Da habe ich auch einen Tactical Gürtel. Ja, brauche ich glaube ich nicht näher drauf eingehen. Ist ganz geil, weil man kann ihn einfach abnehmen. Man kann ihn einfach, ich muss ihn jetzt einfriemeln, aber man könnte ihn einfach abnehmen, indem man unten drunter diesen Klett macht, dann so, zack. Ich kann sagen, den hatten wir schon mal irgendwo gesehen. War das bei Knossi oder war das bei jemand anderen? Und dann könnte man die Hose einfach runterziehen. Ist auch einfach ein geiler Gürtel. Nehme ich mit und hier habe ich sogar noch den alten. Soll ich euch mal sagen, ich hätte hinter diesem Video niemals erwartet, dass es seine Klamotten sind. Da steht zwar, hiermit liege ich 14 Tage im Dreck, ne? Es gibt doch irgendwie Sinn, dass es um die Klamotten geht, aber ich hätte nicht gedacht, dass es ein Klamottenvideo ist. Ich habe mich die ganze Zeit gefragt, weshalb haben die keine Plane dabei? Glaube ich auch beim nächsten Julian Bam Hop Video dabei. Echt? Ja, geil. Knossi macht voll viel. Der war jetzt auch irgendwie im Fernsehen, irgendwas war der wieder. Der macht schon echt krass viel. Also sein Zeitplan ist echt krass. Natürlich, Moritz, die Roomtour kenne ich von den anderen YouTubern. Mit den Schränken, ja, kenne ich. Das war auch gut, aber ich glaube, ich muss das alles nochmal angucken. Let's Dance. Nee, Let's Dance war er direkt nach Seven vs. Wild. Er war jetzt auch nochmal irgendwo. Das hat man auf Instagram gesehen, aber ich habe es vergessen, wo das war. Keine Ahnung. Morgen streamst du? Ja, morgen stream ich. Seven vs. Wild Gürtel. Das ist auch, wer erinnert sich? Kann man nicht mehr mitnehmen. Vom Salzwasser zerfressen. Vom Salzwasser. Oh mein Gott! Geht nicht mehr. Kann man nicht mehr mitnehmen. Nee, ist klar. Ich nehme mal den mit. Ja. Es gab keine Regel. Ah, wenn Schlag den Star. Kann man diesen Gürtel mitnehmen oder nicht? Zeig doch, irgendwo war der. Wüsste ich nicht. Also, nimm lieber aber nochmal einen anderen mit. Ich nehme nochmal einen anderen mit. Aber der ist auf jeden Fall sehr, sehr, sehr Premium. Sehr gut. Wir kommen zur wärmenden Schicht. Auch mehrere Optionen gehabt. Das letzte Mal, als wir im Wald waren, war ganz geil. Diese Jacke hier ist allerdings, ja, ich meine, wasserdurchlässig sind sie alle irgendwo. Ist sehr schön. Ich habe diese Jacke dann nachts als Kissen genutzt. Ist daunenmäßig. Also, schaut aus wie eine dicke Winterjacke. Ja, es ist richtig, richtig nicht schlecht. Aber ich habe mir von Sascha sagen lassen, es gibt etwas Besseres. Auch wieder Spezialwolle. Und das ist diese Jacke hier, eine Carinthia Geloff ILG. Klasse. In XXL. Die hat Sascha organisiert, hat sie mitgebracht und ich sage dir, das Ding macht warm. Das lässt nicht viel Wasser zu. Boah, ja, das ist krass, oder? Die schaut richtig dick aus. Da bin ich Jäger. Die sieht also schon sehr krass aus. Optimal, das Tropenhemd drunter. Ist kalt, diese Jacke drüber. Und auch die kann ich mir als Kissen zusammenfrieren lassen. Und die fühlt sich so, weißt du, hat nicht dieses Plastikstoff. So, wenn ein Funke dran geht, macht die ein Loch. Die ist tipp. Der sieht gut aus. Ja.
Diese Jacke ist tip top. Die wird sein. Bei der Regenjacke, die ist vom Bundesheer. Auch da, Dankeschön an Sascha. Hat uns ich kann sagen, sieht nach Sascha irgendwie. Sascha unbedingt zwei der Bundesheer Regenjacken benutzen. Und wir nehmen kein aktueller Stand, keine Änderungen ausgeschlossen. Wenn ihr dieses Video seht, sind wir wahrscheinlich schon draußen. So wie es aussieht, nehmen wir keine Plane mit. Und mit dieser Jacke. Aha, das ist die Plane. Das ist die Plane. In diese Jacke. Das ist die Plane von denen. Quasi komplett rein. Ja. Es kann regnen, wie es will. Ich setze mich so hin. Du bist nicht du. Nee, warte, wie war das nochmal? Du musst nicht, wenn der Dschungel weint. Du musst hart sein, wenn der Dschungel weint. So war das. Du musst hart sein, wenn der Dschungel weint. Das ist der absolute Wahnsinn, die Jacke. Ja, Mann. Ein absolutes Nonplusultra. Das ist die größte Größe, die es gibt. Hoffentlich schmeißen wir nicht aus Helikopter. Weißt ja, du, dann hast du ein Problem. Oh nee, nicht wieder. Nee, nicht wieder. Das ist der Wahnsinn, oder? Was sagst du der Jacke? Top. Das kann für uns sogar ein Dach sein. Ja. Wir können daraus ein Dach bauen. Ich hoffe, die haben aus letzter Staffel gelernt, das mit dem Helikopter und Schwimmen und so, das ist nicht so gut. Und so sitze ich da. Wie ein Käfer. Du bist nicht du, wenn der Hunger ist. Wahnsinn, oder? Das ist richtig süß. Das ist der Wahnsinn, oder? Ja. Das sieht echt süß aus. Wie ein Käfer sitze ich da. Weißt du, wie süß das ausschaut? Das ist krass, oder die Jacke? Die ist top. Die ist wirklich super. Das ist irgendwie, schaut aus wie so eine ganz große, oversized Snowboard-Jacke. Ja, Hammer. Oh Gott. Hä? Oh Gott. Ach du Kacke. Nee, kann ich aber auch so. Könnte ich so auch. Ja, zum Schlafen auf dem Boden bestimmt super. Krabbelt kein Viech ins Ohr? Ja. Über die Augen? Also im Wasserflugzeug schmeißt... Oh, nee, bitte Schlafmaske nicht. Hast? Nee, wirklich, ich kann es nicht nochmal. Jemanden beim Gefühl ertrinken sehen, zusehen, das ist echt krass gewesen. Klasse. Besser geht's nicht. Klogier? Oh, und Klogier auch gut. Schnürt den Hals ab? Gut, verkackert Klogier. Nee, das... Für Waschen. Ja, aber Klogier. Du brauchst das für die Viecher. Klogier gut. Schnürt nichts ab. Hä, was für Klogier gut? Gut, Klogier lang. Auch gut. Auch wirklich gut. Dann nimm die beiden mit. Warum hat das so richtig Gollum? Mein Schatz-Vibes gerade. Ja, weil es länger ist. Oder nur bei mir gerade. Oh, das macht schon nochmal einen Unterschied. Wir nehmen beide mit. Beide Entscheidung mit. Von vor Ort. Kann ich noch nichts zu sagen. Diese, ich glaube, eine ähnliche Mütze. Es ist nicht die gleiche. Hatte ich letztes Jahr in Panama an. Sehr ja, gute Mann. Mütze gewesen. Die Dumbo-Mütze. Ja? Die Dumbo-Mütze. Die Dumbo-Mütze. Sehr gute Mütze. Die ist so cool. Bin. Jetzt geht's los. Sehr geile Mütze, aber kommt für diesmal nicht in Frage. Sonnenschutz natürlich, aber es ist einfach zu dünn, es ist einfach nichts. Gollum, ein bisschen Eminem, wegen der Farbe. Komm, mach ein Naturradler, mit naturtrüben Zitronensaft. Jetzt probieren. Auf jeden Fall sehr geil, wegen der Haarfarbe. Hm. Was hat er da auf dem Kopf? Brauchen eher vielleicht sowas. Nee. Das ist es auch nicht, ohrenfrei, was bringt's mir? Bringt mir nichts. Was hast du im falschen Laden? Ich wollte gerade gedacht, was ist das denn? Was ist das? Bestellt. Was zur Hölle? Hast du im falschen Laden vielleicht bestellt? Was ist denn das? Aber gut, dass die beiden auch verwirrt sind. Was ist das denn? Schatzi, das ist aber ganz klar eine Mütze aus einem ganz anderen Laden. Ich weiß nicht, warum das hier ist. Ha, sass. Mask extrem. Für was ist denn das? Ja, kommt nicht in Frage. Weiter geht's mit... Diese Blicke. Finde ich auch ein geiles Modell eigentlich. Security. Mensch, dir stehen keine Mützen. Das muss man aber auch mal sagen. War eigentlich erst mein persönlicher Favorit. Muss ich ehrlich sagen, ja, weil das fühlt warum? Sich so unfassbar gut an. Dieses Kunstfeld fühlt sich so... Aber? Richtig gut an. Aber ich glaube, es ist zu warm. Es ist viel zu warm einfach. Was bringt es mir? Ich brauche tagsüber was für Sonnenschutz, wenn die Sonne rauskommt. Und wir haben das ideale Ding gefunden für uns. Und das ist diese Mütze hier. Sascha und ich werden im Partner mit dieser... Nein, wie gut, die haben Patenlook, ich liebe so ein Zeug. Das Mütze hier rausgehen, vielleicht so, aber vielleicht auch so.
Diese Mütze beinhaltet alles, was wir glaube ich, da draußen brauchen. Oh mein Gott, wie gut. Diese Mütze kombiniert das alles. Ohrenschutz. Richtig gut. Aufklappbar. Nur Kappe. Ohne Kappe. Fliegerhelm. Super. Geil. Das sind unsere Mützen. Was sagst du? Gerne 10 von eure 10. Meinung 10 in von die 10. Kommentare. Ey, Partnerlook 10 von 10. 11 von 10. Das war's auch schon von diesem ich Video. Lieb sowas. Eine Kleinigkeit gibt's aber noch. Und zwar ist das natürlich abgeklärt und das dürfen wir. Und deswegen werde ich alle Kleider kurz vor Start mit diesem Moskito-Zeug einsprühen. Ja. Ich habe das einmal als Verdünner, einmal zum Besprühen, einfach um Moskitos fernzuhalten. Ja, das weg ist mit alles, dem Zeug. Das werden wir noch mitnehmen. Das wird alles eingesprüht, 2 Stunden trocknen lassen und dann sind die Kleider ready. Kurz bevor Ausreise oder einen Abend vorher werde ich das machen. Und das war's. Die Sachen stehen fest. Die Schuhe stehen fest. Schatzi, wahrscheinlich wird man mich in den meisten Fällen genau so sehen, in dem Outfit. Ja. Ey, Bär! Ey, oh Bär! Nein, das machst du nicht. Fans! Ho, Bär! Hey, Bär! Ho, Bär! Die schwitzt hey, Bär! Da, 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 da! Ba, 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 da, da, ba, bam! Sorry. Druck fliegen raus. Und das freut mich. Vielen lieben Dank, wenn euch das Video gefallen hat. Ja, Mann. Lasst gerne ein Like da, ein Abo und haut in die Kommentare, wie euch mein Outfit gefällt. Alter, ich finde seine Wohnung, bzw. sein Haus, sein Wohnzimmer, ich finde das 10 von 10, 11 von 10. Ich finde das so geil. Also wirklich, ich bin total, ich habe die ganze Zeit mehr in sein Wohnzimmer geglotzt. Als, ja, ich finde das sehr, sehr cool. Wenn ihr dieses Video seht, sind wir schon ausgesetzt in Kanada, in the wildlife. Wir sind draußen. It's the voice, wieder back in the game. Oh, Lampe auch schön. Hinten hat er auch so eine Box so für unten oder irgend sowas. Das ist cool. Was ist das da? Was das? Was ist das da? Was das? Was das? Was das? Alles andere weiß ich, was es ist. Sieht auf jeden Fall sehr cool aus. Hier ist der Wolf. Dankeschön fürs Zuschauen. Ciao. Alter, 10 von 10. Geiles Video, geile Wohnung, geiles Haus. Ich muss die Roomtour angucken. Das fällt mir immer wieder drauf. Wenn der Dschungel weint. Ja, Mann. Vielleicht Klima. Hm, weiß nicht. Hinten war auf jeden Fall nochmal, also sie haben von Bose diese Standdinger. Hier, guck mal. Hier von Bose haben sie hier diese Standdinger. Hinten das Überwachungskamera, die haben wir auch. Hier, das da könnte ebenfalls nochmal irgendwie so eine... Ah, oder Klima. Entweder Klima oder, wie heißt es, auch nochmal von Bose... Also ich denke, das ist Bose. Das könnte Bose sein. Ja, diese Lautsprecherdinger. Das ist auch geil. Das ist auch geil, so wie die das an der Decke gemacht haben. Ist auf jeden Fall sehr cool. Ja, doch. Gefällt mir sehr gut. Die Bilder auch und hier Battle of Socials und so. Ja. Sehr schön alles. Ja, sieht gut aus. Ich mag sein Wohnzimmer. Und sein Outfit natürlich auch. Feuermelder. Nee, Feuermelder sieht anders aus. Wieder back in the game. Feuermelder sieht anders aus. Ich glaube nicht, dass es Feuermelder ist. Das da hinten ist auch kein Feuermelder. Feuermelder ist wahrscheinlich eher hier so. Nee, wir haben die gleichen. Das sind diese Alu-Cams. Alu-Kameras. Also, das ist ein Ding. Nee, die sehen anders aus, die Feuermelder. Ja. Naja. Auf jeden Fall ein geiles Video. Daumen nach oben hat er auf jeden Fall schon. Ich find's cool. Wirklich. Sehr, sehr geil. Und ich bin sehr gespannt. Und deshalb haben die keine Plane dabei. Jetzt ergibt alles Sinn.